Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloschkanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Heute steht Folgendes an, und zwar das UEFA Europa League Spiel gegen Olympique Lyon. Hier sind wir nämlich im Viertelfinale der Euroleague und ich habe richtig, richtig Bock auf dieses Duell. Erstmal gehen wir natürlich jetzt gleich rein hier in die Simulation gegen Hellas Verona. Sollten wir eigentlich locker easy gewinnen, ist eigentlich kein Gegner, der uns jetzt aufhalten sollte. Wir sind momentan Erster in der Serie A, also es sieht sehr, sehr gut aus, was den Sieg der Serie A angeht. Und es ist ja, wie gesagt, das habe ich in der letzten Folge schon mal angeschnitten, vielleicht meine letzte Saison. Und da wäre es natürlich nice, wenn wir Euroleague und Serie A gewinnen könnten. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt. Und ja gut, ich muss jetzt hier ein bisschen vorsimulieren. Ich schneide das dann eben gleich und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir hier auf jeden Fall vorsimuliert. Und wir haben auf jeden Fall einige Nachrichten hier. Ein paar Ziele, die hier Dings sind, die wir da eben hatten. Ein Transferangebot auch für Moise Keane, 40 Millionen bietet uns Arsenal, okay. Oh, ich bin Trainer des Monats geworden, auch nice. Und jetzt natürlich die große Frage, Moise Keane, wollen wir ihn ziehen lassen, wollen wir ihn nicht ziehen lassen eigentlich? Ja, 40 Millionen ist nicht schlecht, aber ich lehne es erstmal ab. Sollte man ihn im Sommer noch abgeben, dann kann man das dann auch regeln. Aktuell will ich ihn eigentlich ganz gerne im Kader behalten. Und übrigens, ihr seht es hier, die kleine Tabelle, wir sind 7 Punkte vor Juve und das Krasse ist, wenn wir jetzt gewinnen, sind es 10 Punkte und dann sind wir nahezu perfekt Meister eigentlich. Also ich glaube nicht, dass dann es noch klappt, uns einzuholen. Deswegen werde ich hier mit der Top 11 spielen gegen Spezia. Auch wenn ich eigentlich für Lyon ein bisschen Schonung gebraucht hätte. Und wir, Alter, ich spiele extra noch mit der Top 11 und wir spielen 0-0. Ich spiele extra mit der Top 11 und wir spielen 0-0, aber gut. Es sind 8 Punkte vor Juve, alles noch ganz easy, alles noch locker. Und ich würde sagen, wir haben zwei Nachrichten, aber es scheint auch nur Spielergespräche zu sein, oder? Ja. Gut, Spielergespräche sind nicht ganz so interessant. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen jetzt rein ins Duell gegen Olympique Lyon. So, Leute, wir sind hier im San Siro gegen Olympique Lyon. Hier und heute das vierte Finale der Euroleague. Unsere Aufstellung mit Donnarumma, Militao, Koulibaly, Romagnoli, Simons, Kimmich, Semedo, Hernandez, Zaniolo, Mbappé und Haaland. Und ihr seht, heute auch Donnarumma in der Euroleague, kein Keylor Navas mehr. Jetzt wird es so langsam richtig ernst und da will ich natürlich Gianluigi Donnarumma im Tor haben. Auch wenn Navas seine Sache nicht schlecht gemacht hat, in dieser entscheidenden Phase der Saison will ich natürlich meine besten Leute hier auf dem Feld haben. Hier und da wird es natürlich Rotation geben, wie mit Xavi Simons, aber der auch ziemlich klein wird neben Donnarumma. Aber gerade auf der Torhüterposition, jemand wie Donnarumma holt dir vielleicht auch mal den ein oder anderen Unhaltbaren raus, was dir ein Keylor Navas eher nicht gibt. Das hier ist das Team von Lyon. Wir gehen da jetzt genauer drauf rein. Paul Bernardoni auf jeden Fall hier im Tor bei denen. Dann eine Dreierkette mit Zuma, Torraniga, Diouf, Traoré und Cornet. Das ist natürlich eine Fünfer, keine Dreierkette. Paqueta, Ex-Milan-Spieler. Rene Adelaide, Eriksen spielt jetzt inzwischen bei Lyon. Und Correa und Richarlison. Also auch ein richtig starker Sturm. Olympique Lyon auf jeden Fall mit einem interessanten Team hier. Und ich würde sagen, es geht jetzt los hier gegen Olympique. Ich habe Bock aufs Duell. Correa. Stark gespielt jetzt auf Richarlison, an den ich auch mal interessiert war. Und der Ball war richtig gut gespielt. Gianluigi Donnarumma hat den. Oh, das ist schwierig. Und der Ball ist drin. Correa hier mit dem Treffer. Also hier 7. Minute. Olympique Lyon schockt uns hier erstmal. Es ist nicht Correa, es ist Eriksen gewesen. Er uns eben seine Zähne gezeigt hat. Christian Eriksen, Kapitän bei Lyon. Unter anderem Ex-Interspieler. Hier hält den Donnarumma noch. Auch ein zweites Mal dran gewesen. Und dann schmeißt sich da Militao zwar noch hin, weil er denkt, komm, ich mache mich so groß, wie es geht. Aber hat keine Chance, den Ball zu halten. Boah. Maximal hätte er den mit der Hand halten können, aber dann wäre er hier mit Rot rausgeflogen. Ja, hier nochmal der Mund und die Zähne von Eriksen, sehr schön. Falls hier ein paar Zahnärzte da sind, wie ist so sein aktuelles Zähnebild, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Ich laber gerade scheiße. War vielleicht nicht so witzig, egal. Ich lösche mich einfach aus dem Internet, dann ist es auch weg. Oh, auf jeden Fall 1-0 Lyon. Gut, da durchgesetzt gegen Koulibaly eben. Jetzt hier Eriksen wieder auf Richarlison. Lyon macht weiter Druck. Der Pass war dann eher semi-optimal, aber der von Simons war noch schlechter. Und jetzt hier Paqueta in Correa. Koulibaly hat den gut geholt, den Ball Kimmich. Simons. Xavi Simons, ja, der war nicht schlecht, der Pass. Jetzt Haaland. Und wenn Mbappé durchstartet, dann hat er den Ball hier. Kylian Mbappé. Der sollte eigentlich zu dem mitlaufenden Xavi Simons. Nun gut, dann hier die Flanke und Haaland ist es. Sehr schön. Also eigentlich hätte da vor einer halben Minute schon der Treffer entstehen können, wenn Simons bzw. wenn Mbappé den Ball zu Simons gebracht hätte. So dann eben ein bisschen umständlich am Ende das gleiche Ergebnis. Es steht 1-1 und das ist das Wichtigste. Hier sehen wir Semedos Flanke, Haaland dann aus dem Rückraum da. Das Gegenspiel ist einfach mit dem Kopf hin.
Was der Lyon-Spieler macht, kann ich nicht so wirklich sagen, weil der geht da nicht richtig zum Ball und will dann irgendwie mit seinen Füßen da irgendwas machen, statt dass er den richtig klärt und seinen Körper davor stellt. Nun gut, Haaland mit seinem ersten Euroleague-Tor erst, aber ein wichtiges 1-1 hier 10 Minuten nach dem ersten Treffer von Lyon gleichen wir hier aus. Correa hier, Simons kommt da nicht richtig in den Zweikampf eben, jetzt hier Traoré. Richarlison. Richarlison hat das super gespielt. Mann, 2-1. Auf jeden Fall Correa hier mit dem Treffer. Lyon sehr effektiv in diesem Spiel, also wirklich sehr, sehr effektiv. Die nutzen ihre Chancen. Wir müssen da jetzt natürlich ähnlich antworten. Das wäre natürlich super bitter, wenn du hier gegen Olympique Lyon rausfliegst. Wir wollen ins Finale. Ich will gerne irgendwann noch gegen Tottenham oder Bayern spielen in diesem Wettbewerb. Und boah, ich weiß nicht, ob der nicht haltbar gewesen wäre für Donnarumma. Also natürlich, die Distanz ist relativ gering. Boah, den kannst du haben, aber den darfst du haben, weil der war nicht super platziert. Natürlich war er gut geschossen von der Härte, aber ich habe es ja am Anfang gesagt, so unhaltbare kann man schon mal halten. Und der war nicht unhaltbar, ganz im Gegenteil. Den kann Donnarumma eigentlich haben. Auf Rene Adelaide. Schwieriger Name. Macht das hier gut. Richarlison jetzt. Richarlison. Boah. Das sah wieder so komisch aus gerade, ne? Die Animation von Donnarumma. Kommt der Ball und er macht irgendwie so mit seinen Händen. Eriksen Doppelpack, also wir sind hier kurz davor rauszufliegen. Wir gucken uns das nochmal an. Ich will mir das mal genau aus der Perspektive hier angucken. Also jetzt mal ganz ehrlich, gebt euch das mal. Also was ist denn das? So, andere Kameraperspektive. Guckt euch das mal an. Der Schuss kommt. Donnarumma komplett zentral. Und er macht einfach so. Junge, mach doch deinen Arm so. Irgendwie irgendwas anderes. Irgendwas Torhütermäßiges. Lächerliches Gegentor. Also wirklich, die letzten zwei Tore hätte man halten können. Schrägstrich müssen. Vielleicht lasse ich im nächsten Spiel doch wieder Navas ran. Und jetzt dunkelt diese scheiß Kamera wieder ab. War auf jeden Fall ein frustrierender Auftakt hier gegen Lyon. Sehr frustrierend. Wieder auf Paqueta. Diesmal ist da Kimmich dran. Stark von Joshua Kimmich. Jetzt hier Haaland. Mbappé. Spielt den da ab auf Saniolo. Erling Haaland. Lupft den rüber auf Xavi Simons, der den Ball aber nicht verarbeiten kann. Correa. Jetzt hier Lyon mit diesem Angriff. Aber Theo mit einem Weltklasse-Tackling. Richarlison mit einer guten Übersicht. Da ist jetzt hier der Lyon-Spieler dran. Im Strafraum, der ihn hier nochmal rausspielt. Traoré. Lyon gut aufgerückt. Paqueta. Oh, einfach mit der Hacke weiter. Jetzt werden sie langsam frech. Ey, das war ein Foulspiel eigentlich an Romagnoli. Nein, sagt der Ref. Come on. Ey, das war eigentlich ein Foulspiel. Jetzt Eriksen. Macht das gut. Jetzt hier Richarlison. Jetzt ist es aber faul, oder was? Jetzt ist es faul. Auch schon wieder so ein Kack-Elfmeter, ne? Schon wieder so ein Kack-Elfmeter. Nach 41 Minuten 4-1 hier, ey. Das ist böse. Das ist echt böse. Das ist echt perfekt geschossen. Also selbst wenn Donnarumma da hingesprungen wäre, hätte er den wahrscheinlich nicht gehabt. Richarlison mit seinem vierten Euroleague-Tor. Wir werden hier komplett demontiert. Also das braucht jetzt schon ein Monster-Monster-Comeback, um hier nochmal was reißen zu können in der Euroleague. Und vielleicht hat dieser Mann ja Bock, Kylian Mbappé. Ah, Mbappé. Kylian Mbappé, ja, der hat Bock. Also 4-2. So kann man natürlich antworten. Aber es ist natürlich noch sehr, sehr weit hin, dass man wirklich sagt, okay, man hat jetzt hier irgendwas halbwegs Brauchbares. Man muss doch sagen, das war ein bisschen Glück, dass sie jetzt zweimal an den Ball kommt und dann ihn einfach reinballert. Ich will die Euroleague gerne, gerne gewinnen. Nur muss man dafür natürlich auch eben diese Spiele gewinnen. Ist ja auch logisch, ne? Weisheiten mit Veloce mal wieder. Auf jeden Fall 4-2.
Eriksen. Oh, was war das denn? Der sollte doch... Ach Mann, ey. Ich hasse FIFA manchmal. Ich hasse FIFA manchmal, ehrlich. Manchmal hasse ich dieses Spiel einfach. Ich hasse die... Der soll doch da hinten hin. Wozu drücke ich diese verdammten Knöpfe? Wozu drücke ich überhaupt in irgendeine Richtung, wenn er den einfach zum Gegenspieler bringt? Ich hasse dieses Spiel manchmal, ehrlich. Manchmal hasse ich dieses Kackspiel einfach nur. Donnarumma mit einer 96er-Wertung ist auf einmal unfähig, Bälle, die so an ihm vorbeigehen, zu halten. Und jetzt gibt er den sonst wohin den Ball. Ja, super. Wir sind wahrscheinlich raus aus der Euroleague. Klar, ein 95er Mbappé kriegt nicht einen kleinen Pass, denn jetzt hier Richarlison. Richarlison. Ey, wozu ist Donnarumma im Tor, wenn er sich alles reinballern lässt? Alles. Er lässt sich einfach alles reinballern. Ich hasse das Spiel. Junge, du bist doch im Torhüter-Eck. Mach dein Torhüter-Eck zu. Ja, 6-2, wir sind raus aus der Euroleague, Leute. Das wird nichts mehr in dieser Saison, auch sich die Euroleague zu krallen. Ecke jetzt hier Lyon, die eher beim 7-2 sind, als dass wir hier wirklich nochmal ein Tor machen, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt hier Xavi Simons, Saniolo, Mbappé, bitte sprinte jetzt einfach durch, sehr schön. Kylian Mbappé, dein Mitspieler ist doch mit dabei, sehr schön. Theo hier, immerhin dieser eine Treffer. Aber es ist halt 6-3. Das ist noch kein richtiges Comeback. Wir müssen da noch viel arbeiten für. Aber die Zeit fehlt. Militao kommt da gar nicht in den Zweikampf rein. Traoré hier. Jetzt, Junge, geh doch zu diesem verdammten Kopfball. Du stehst doch in einer guten Position. Warum machst du nichts? Er war doch gut positioniert. Warum geht er da nicht hin? Junge, was macht, dreh dich? Du hast doch einen Körper. Wozu hast du einen Körper, der kann sich drehen? Du drehst dich und dann klatschst du den mit deinem Schädel weg. Kimmich, Haaland, Saniolo, Semedo hier nochmal ein letzter Angriff vielleicht. Saniolo, Mbappé, Simons. Schießt da natürlich hier einfach Saniolo ein. Und das ist das perfekte Ende für dieses Scheißspiel. Das perfekte Ende. Ja, Donnarumma sowieso der größte Lappen überhaupt. 96er Keeper kann nichts. Kann nichts. Ich könnte jemanden von euch fragen, ob er für mich im Tor spielen will. Ihr werdet besser, alle. Jeder Einzelne, der hier zuschaut, wäre ein besserer Keeper. So, Leute, das eh kaum zu machen ist, das Ganze zu drehen. Gucken wir, was jetzt zweimal die Simulation bringt. Erst hier gegen Benevento. Also in der Euroleague sind wir raus, machen wir... Ach, das gibt's doch nicht, Alter. Ich verliere mit Mbappé, Haaland und sonst was gegen Benevento. Gegen Benevento verliere ich. Daheim gegen Benevento verliere ich. Mit diesem Team. Das Spiel... Es ist diese Folge, ich hatte ja diese eine Folge, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wenn ihr es nicht gemacht habt. Die beste FIFA-Folge ever, das war so eine geile Folge, es hat so Spaß gemacht. Und ich könnte diese Folge jetzt eigentlich nennen, die schlechteste FIFA-Folge ever oder der Grund, warum ich FIFA 21 einfach hasse oder sonst was, ey. Das Spiel ist echt immer so, oh, es macht Spaß, dies, das und manchmal geht das einen so auf den Sack, ne? So auf den Sack einfach nur. Nervig. Ja, von mir aus könnt ihr auch sagen, ja, du hast scheiße gespielt, hast Pech gehabt, hast verloren. Ich fuck mich trotzdem drüber ab. Ja, komm, jetzt hier die Simulation gegen Lyon. Oh, sogar 2-4. Sogar 4 Tore gemacht. Schade. Hätten wir nur eben keine kriegen dürfen. Euroleague sind wir auf jeden Fall raus. Ja, eigentlich gibt es in dieser Saison dann nur noch ein Spiel, was wirklich so extrem wichtig ist. Ein weiteres simulieren wir noch und das wird dann in der nächsten Folge eigentlich schon stattfinden. Und zwar gegen Juventus Turin. Es ist das Spiel um die Meisterschaft. Es sind 5 Punkte Abstand. Je nachdem, was jetzt eben hier gegen Sassuolo passiert, könnten es auch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Wir gehen mal hier in die Simulation mit unserer besten Elf.
die das auch immerhin regelt. Das heißt, und oh, Juve hat 1-1 gespielt. Also Leute, in der nächsten Folge könnte ich sogar schon den Saisonabschluss machen. Denn eigentlich gibt es, wenn ich mir jetzt so den Kalender angucke, Juve noch, dann Parma und Co. Okay, man hat noch Napoli. Aber eigentlich hat man aus den letzten Spielen, ist nur noch dieses Duell hier wirklich gegen Juve entscheidend. Wenn man das gewinnt, die Kamera dunkelt manchmal ab, tut mir leid. Wenn man das Duell gegen Juve gewinnt, dann ist man Meister. Da braucht man nicht mal drüber reden, dann ist man Meister, hat man 9 Punkte Vorsprung. Dann ist es das Duell, was man gewonnen hat, wo man einfach sagen kann, okay, wir haben eben das Ganze uns geholt. Verliert man gegen Juve, wird es natürlich nochmal spannend, dann kann man echt nochmal gegen Napoli und Co. zocken. Sollte man aber gegen Juve gewinnen, werde ich wahrscheinlich sogar die Saison dann durchsimulieren in der nächsten Folge. Es sind halt noch 6 Spiele, das wird dann relativ schnell gehen. Und das heißt, die nächste FIFA-Folge könnte die letzte FIFA-Folge fürs Erste sein. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen gesättigt vom Spiel. Das habe ich ja schon in der anderen Folge gesagt. Ich bin einfach langsam ein bisschen gesättigt vom FIFA. Das geht ja jetzt auch schon sehr, sehr lange. Wir sind in der 5. Saison und so langsam geht die Lust auch runter. Also wenn ich selber zocke, dann habe ich immer noch Bock, aber ich merke schon immer davor manchmal, ah gut, jetzt ist FIFA dran, gut, mache ich. Aber es ist nicht wie bei NBA. Bei NBA habe ich momentan noch so richtig Spaß. Das macht mir alles richtig Bock, dies, das. Ich denke mir, geil. Weil da auch viel, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Realismus, muss ich auch einfach sagen, drin ist. Während bei FIFA die Abläufe meistens halt Jahr für Jahr gleich sind. Und ich finde es ein bisschen fad irgendwann mit der Zeit. Dementsprechend könnte die nächste Folge die letzte sein. Also ich hoffe, ihr habt trotzdem bisher mit der Serie viel, viel Spaß gehabt. Sie hat mir auch viel Spaß gebracht. Viele Folgen, wo man sich aufgeregt hat, wo man sich gefreut hat. In dieser Folge war es eher Ersteres. Einfach nur komplett abgefuckt darüber, wie es gelaufen ist. Aber nun gut. Der Euroleague, ebenso wie die Coppa Italia, werde ich dann nicht mehr gewinnen. Aber ich werde mich fürs Erste von euch verabschieden. Seid auf jeden Fall dabei, wenn es heißt gegen Juventus Turin in der letzten Folge eventuell von FIFA 21. Ich melde mich ab und bye bye.